Hallo, ich begrüße dich zu Mindset Bodyset. Heute in dieser Folge geht es um das Thema Perspektivwechsel und das ist deswegen sehr wichtig, weil es dir helfen kann, deine Ziele zu erreichen und dir klar macht, warum du die Dinge machst. Zum Thema Perspektivwechsel kann ich dir sagen, dass wir oft merken, eigentlich etwas verändern zu wollen, aber uns so ein bisschen die Motivation oder die Stoßrichtung fehlt. Und bei dem Perspektivwechsel ermöglichst du dir einmal, eine Art Vorausschau zu machen, so ein bisschen den Blick in die Glaskugel, wenn man so will, um darüber klar zu werden, was dich in Zukunft einmal treffen könnte oder was du dir vielleicht für Möglichkeiten auch schaffst erst, wenn du Veränderungen heute unterbringst, die du eigentlich aber als eine unangenehme Veränderung oder als einen Gewohnheitswechsel empfindest, der ja immer mit einer größeren Energie gerade in der Umbauphase dann verbunden ist. Wir Menschen, wir sind Gewohnheitstiere, wir sind Herdentiere, wir lieben die Bequemlichkeit, die ist jedem eigentlich auch ein Stück weit eingeimpft. Und deswegen ist gerade dieser Wandel immer mit Anstrengung verbunden, weil selbst dein Gehirn im Prinzip im Aufbau Mechanismen und Strukturen angelegt hat, die dich in dem, was du heute bist und was du liebst und was deine Gewohnheit ist, verhaftet halten möchten. Beim Perspektivwechsel ist es also so, du gehst einmal einige Jahre in die Zukunft und fragst dich bei dem, was du verändern möchtest heute, was Grund deines Bedürfnisses eigentlich auch ist. Ich mache ein Beispiel. Du sagst, ich esse zu viel Zucker, ich möchte gerne meine Ernährung insofern verändern, weil ich merke, dass es auf den Hüften landet, ich merke, dass ich weniger konzentriert bin, dass ich abhängig ein bisschen davon bin, in meinem Alltag auch darauf zurückzugreifen, um vermeintlich diesen kurzen Energiepeak zu bekommen, eine Belohnung zu spüren oder ähnliches. Also du merkst eigentlich, es macht dir zwar Spaß, aber du weißt gleichzeitig, es ist nicht gut. Und dass du jetzt Schritte in die Zukunft gehst, zum Beispiel 5 Jahre, um dich zu fragen, was wird passieren, wenn ich heute an dieser schlechten Gewohnheit festhalte, in diesem Maße vor allen Dingen an der schlechten Gewohnheit festhalte, was wird dann mein Leben, inwiefern wird es beeinträchtigt sein? Und das kann ja zum Beispiel sein, du nimmst noch weiter zu, du kriegst Karies, du wirst noch unkonzentrierter, du gerätst noch mehr in eine Abhängigkeit rein, es wird noch anstrengender, deinen Lebenswandel zu erreichen. Und sogar perspektivisch, du belastest deine Gesundheit, indem du Stoffwechselerkrankungen bekommst, Diabetes oder ähnliches. Du beschädigst dein Gehirn tatsächlich über diese Art der Ernährung. Du fütterst gerade Tumore, die sehr, sehr stark von diesen Zuckerarten auch leben. Also schaffst darüber einmal eine sehr druckvolle Situation, eine unangenehme Situation, um dich heute zu veranlassen, schon darauf einzuzahlen, was dich morgen einfach wohler fühlen lässt und dich gesünder hält. Und das kannst du tatsächlich für all die Dinge machen, die du heute verändern möchtest, für die du allerdings eine zusätzliche Energie und Motivation brauchst. Perspektivwechsel bedeutet also einmal die Vorausschau, um dich dann zu motivieren, heute schon etwas zu verändern. Und da schrittweise auf etwas zuzugehen, das dann 5, 10, 15 oder 20 Jahre in der Zukunft liegen kann. Ich wünsche dir viel Spaß bei deinem Perspektivwechsel. Wenn dir das Video gefallen hat, lass gerne einen Daumen oben hier und abonniere den Kanal, um auch in Zukunft von den kleinen Beiträgen aus Mindset Bodyset zu profitieren. Ich freue mich auf unsere nächste Begegnung.